Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video wird es darum gehen, wie wir dieses Wallpaper oder wie ihr dieses Wallpaper in Photoshop erstellen könnt. Übrigens, ein Download-Link zum Wallpaper ist in der Videobeschreibung. Okay, ich fange mal an mit einem neuen Dokument. Die Größe ist egal, ich nehme jetzt hier HD, damit ich das am Ende des Videos nochmal zeigen kann. So. Und als erstes machen wir sicher, dass die Vordergrundfarbe schwarz und die Hintergrundfarbe weiß ist. Und ich glaube, Photoshop hat jetzt bei mir, ich muss mal gucken, ja, er macht immer Graustufen, also das Bild muss RGB-Farben sein. Wenn ihr es drucken wollt, CMYK. Okay, dann geht ihr auf Filter, Renderfilter und Wolken. Dann geht ihr auf Filter, Kunstfilter und diagonal verwischen. Und zieht Strichlänge und Aufhellungsbereich auf Anschlag und Intensität auf 0. Und bestätigt das Ganze. Dann drückt ihr Steuerung bzw. Command L und zieht diesen grauen Regler hier ein bisschen nach rechts, ungefähr so im 60er Bereich hier. Und den hier auch ein bisschen nach rechts, nur ein bisschen, sonst wird es zu dunkel. Okay, wir erstellen eine neue Ebene und füllen die erstmal mit egal welcher Farbe. Dann gehen wir auf Filter, Rauschfilter und Rauschen hinzufügen. Und wählen hier einen Wert so um die 50. Ich nehme jetzt hier mal 59, ja. Gaussian Normalverteilung und monochromatisch an. Dann gehen wir auf Bearbeiten und Freitransformieren. Halten die Shift-Taste gedrückt, damit die Proportionen gleich behalten werden. So. Und ziehen hier aus der Ecke jetzt so ungefähr, bestätigen das mit dem Pfeil. Duplizieren wir die Ebene über Steuerung bzw. Command J und setzen die jetzt hier heran. Fügen jetzt zu einer Ebene zusammen über Steuerung bzw. Command E. Und jetzt merke ich, dass ich Command nicht mehr sagen werde, weil im Photoshop ist es eigentlich immer so, Steuerung ist Command und andersrum. Duplizieren wir die Ebene über Steuerung J wieder und ziehen die hier. So dass am Ende das ganze Bild ausgefüllt wird und fügen die über Steuerung E zusammen. Gut, jetzt setzen wir den Füllmodus schon mal auf Multiplizieren und fangen an mit dem Adler. Ich habe den hier jetzt schon mal im Browser geöffnet. Den Download-Link zu dem Adler stelle ich euch in die Beschreibung. Den transformieren wir uns jetzt erstmal. So ungefähr. Zoomen ein bisschen ran. Und da es jetzt ein Smart-Objekt ist, gehen wir Rechtsklick und Ebene rastern. Dann wählen wir hier das magische Radiergummi-Werkzeug. Wenn ihr es nicht habt, macht ihr einen Rechtsklick drauf und wählt das aus. Und wählen jetzt hier löschen jetzt ganz primitiv hier die grauen oder weißen Stellen. Ich denke mal, es ist grau. So. Und jetzt habe ich mir schon einen Ebenenstil angelegt, den ich mit euch nur nochmal besprechen möchte. So, also als erstes ziehen wir die erweiterte Füllmethode auf 0, wählen dann einen Schein nach außen, hier die Füllmethode auf Normal und Deckkraft lassen wir erstmal und Farbe weiß, ziehen die Größe auf Anschlag und jetzt die Deckkraft vielleicht so runter auf 40, dann ein Glanz. Farbe weiß, Deckkraft 50% erstmal, also das gucken wir jetzt noch. Und jetzt wählen wir hier den Abstand ungefähr so, die Größe vielleicht noch. Ah, den Abstand. Da müssen wir jetzt ein bisschen rumspielen. Nehmen die Deckkraft runter auf 13%, können Sie mal vorher nachher angucken. Und wählen eine Kontur. Größe 3 Pixel ist gut und nehmen uns hier ein helles Grau. So ungefähr. Jetzt können wir den noch transformieren, über Bearbeiten, frei transformieren, so. Wo ist es da? Oder über Steuerung T. Ziehen wir uns den so ein bisschen schräg vielleicht. Oder in die andere Richtung mache ich das jetzt mal. So, ziehen wir den hin und wir machen weiter mit der deutschen Schrift. Wir schreiben in der Schriftart, die wir wollen. Ich nehme jetzt hier mal Deutschland. Deutschland. Und mache das D erstmal groß. Und markiere mir die Schrift jetzt und wähle hier
Ecolier heißt die Schrift. Der Download-Link dazu steht in der Beschreibung. Jetzt können wir uns das hier noch vergrößern. Ja, gefällt mir das. Wir gehen jetzt wieder das Text-Tool, markieren dieses wieder, markieren die Schrift wieder und nehmen jetzt hier ein helles Grau. Obwohl die Farbe eigentlich egal ist. Okay, jetzt klicken wir doppelt drauf und wählen einen Schlagschatten. Ich nehme jetzt hier Abstand. Ja, muss man gucken. So. Vielleicht die Größe. So finde ich das ganz gut. Dann wähle ich noch einen Glanz. Wieder Farbe weiß und den Abstand. Ja, das ist jetzt fast schon Millimeterarbeit. So, dass nicht. Ich zoome erstmal ein bisschen rein, damit ich das nochmal genauer machen kann. Hier den Glanz. So, erstmal den Abstand. So, ungefähr den Abstand und dann die Größe ein bisschen erhöhen, die Decke vielleicht ein wenig runter und bestätigen es mit OK. So, und jetzt kommen wir auch schon zur Deutschlandflagge. Also, ihr wählt jetzt hier am besten die Farben aus, die ihr mit dem Land verbindet. Also zum Beispiel bei Argentinien ist es nur blau. Und bei Deutschland ist es halt schwarz-rot-gold, weil Argentinien, wenn man da die Flagge nehmen würde, dann wären halt da noch die Sonne und das funktioniert nicht so gut. Also die Farbe, mit der ihr das Land verbindet. Ich habe jetzt hier schon eine Deutschlandflagge vorbereitet. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr die erstellen könnt, auf unserem Kanal gibt es dazu ein Tutorial. So, jetzt platzieren wir die erstmal so. Und setzen den Füllmethode, das Füllme die Füllmethode auf ineinander kopieren, die Deckkraft so auf 40%. Dann gehen wir auf Filter und Weichzeichnungsfilter und den allbekannten Gaußschen Weichzeichner. Und so gefällt mir das schon auf 50 ungefähr. Und jetzt können wir noch hierüber eine Einstellungsebene erstellen. Und so eine Tonwertkorrektur. Nehmen uns jetzt hier das Auswahl-Ellipse-Werkzeug, ziehen es ungefähr um den Adler rum, so. Füllen das mit Schwarz. So, da passiert erstmal noch nicht viel, weil wir auf der Maske gearbeitet haben, aber jetzt werdet ihr es sehen. Nehmen jetzt hier den weißen Regler und ziehen ihn ein bisschen nach links. So ungefähr. Ab CS4 können wir hier auf Masken gehen und weiche Kante einstellen. Und dann haben wir das schon. Und jetzt zeige ich euch noch schnell, wie ihr das mit Argentinien machen könnt. Also mit Argentinien ist es eigentlich nicht viel anders. Dafür schreibe ich hier einfach mal jetzt Argentinien. So, den Adler lösche ich natürlich. Dann geht ihr in euren Browser und gebt hier auf Englisch Argentinien. Tinia Sun ein. Deutsch findet ihr nichts. Nehmt hier gleich das erste. Ist gut. So habe ich jetzt Photoshop hier. Ziehen uns das da rein, skalieren uns das noch ein bisschen. Und dann lösche ich das Weiß mal hier eben wieder. Okay. So. Und jetzt setzen wir den Füllmethodus auf ineinander kopieren. Und erstellen jetzt hier runter, also zwischen der Schrift und und der Sonne, eine Ebene. Nehmen hier das Auswahl-Rechteck-Werkzeug. Wählen uns hier ungefähr die Mitte aus und machen das in Blau. Also die Farbe, die Farbe, mit der ihr das Land verbindet. So, genau. Okay, bestätigen das. Dann gehen wir auf Filter, Weichzeichnungsfilter und Gaußscher Weichzeichner. Zeichnen wir das weich. Ungefähr. So würde ich sagen. Gehen dann auf ineinander kopieren. Skalieren ist das noch ein bisschen vielleicht. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir die Sonne. Ja, jetzt gehen wir auf. Oder setzen wir sie in weiches Licht.
Ja, wir setzen sie in weiches Licht und dann gehen wir auf Bild, Korrekturen und Farbbalance und können hier das noch ein bisschen in Gelb ziehen. Hier würde ich es ein bisschen nach Rot ziehen, so ungefähr. Das Gelb verstärken halt. Die Lichter natürlich auch noch gelb. So, und dann geht das wieder mit der Sonne. Die über Steuerung T können wir jetzt noch ein bisschen transformieren. Vielleicht eine andere Schriftart wählen. Das hier vielleicht noch ein bisschen nach unten machen, damit die Schrift auch blau wird. Und ja, so geht das halt mit allen Länderflaggen, finde. Und wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, mehr gibt's nicht zu sagen. Jetzt noch eine ganz, ganz schnelle Info. Bei den nächsten Photoshop-Tutorials, die kommen werden, benutze ich CS4. Also Photoshop CS4. Und das alte Design. Also das war, bevor Windows bei mir neu aufgesetzt wurde. Also nicht wundern, dass ich noch CS4 benutze. Ciao.